Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es um das Thema Sinnhaftigkeit von Hundetreffen. Also Spielwiesen, Hundewiesen, Hundestrände, Hundewälder, wo auch immer man auf freilaufende Artgenossen treffen kann. Viele Menschen sehnen sich danach, ihren Hund ohne Leine laufen zu lassen, in Sozialkontakt mit Artgenossen zu bringen. Und ob das Ganze richtig ist und wie man das gestalten kann, das erzähle ich euch in diesem Video. Ich melde mich heute aus dem Hundewald in Kummerfeld und ja, ich wollte euch heute mal einen Dog Talk machen zu dem Thema, macht es eigentlich Sinn, Hundewälder oder Hundewiesen oder was auch immer aufzusuchen mit dem eigenen Hund, damit der Hund Sozialkontakt zu Artgenossen haben kann. Und es ist Samstagnachmittag und wie ihr seht, stehen hier etliche Autos am Straßenrand und entsprechend viele Menschen werden jetzt gerade auch im Hundewald, da ist der Eingang, im Hundewald Kummerfeld sein. Man sieht auch so ein paar einzelne Menschen da rumlaufen mit ihren Hunden. Genau, es ist erstaunlich ruhig heute, also für die Anzahl der Autos ist es vergleichsweise ruhig heute am Hundewald. Aber ich werde mir jetzt gleich noch einen schönen Platz suchen, um dann den Dog Talk weiter aufzunehmen. So, ich habe mir jetzt ein kleines Plätzchen gesucht hier am Kummerfelder Hundewald und ich wollte mir jetzt mal ein paar Gedanken darüber machen, welche Gründe es hat, dass Menschen mit ihren Hunden einen Hundewald aufsuchen. Und es ist so, dass Menschen davon ausgehen, dass Hunde Sozialkontakt brauchen und sie suchen Plätze auf, an denen der Hund diesen Sozialkontakt haben kann. Und zu diesen Plätzen gehören Auslaufflächen, also Hundewälder, Hundewiesen, eingerichtete Parklandschaften, wo Hunde ohne Leine laufen dürfen, Strandabschnitte, Hundestrände und so weiter. Und Menschen suchen diese Plätze auf, weil sie im Kopf haben, mein Hund braucht Sozialkontakt, denn es ist ein soziales Lebewesen. Und ja, sie möchten das dem Hund in guter Absicht ermöglichen. Und auf diese Art und Weise ist auch hier der Hundewald in Kummerfeld entstanden, weil Menschen ihre Hunde hier im Waldstück Borstelhunraden im Freilauf gehabt haben und es dann zu Ärgernissen und ärgerlichen Vorkommnissen gekommen ist, also unerwünschtes Jagdverhalten zum Beispiel. Ja, und dann hat die Gemeinde sich bereit erklärt, hier einen Hundewald einzurichten. Dieser Hundewald wird stark frequentiert, vor allen Dingen am Wochenende, wenn das Wetter gut ist. Heute ist Samstagnachmittag und es sind etliche Hunde in diesem Hundewald. Es ist schon auch ein Phänomen unserer Zeit, dass wir Freizeitbeschäftigung für den Hund im Kopf haben, dass wir am Wochenende, wenn wir die Zeit haben, weil wir selber nicht arbeiten müssen, dann nutzen, mit dem Hund solche Flächen aufzusuchen, damit er seinen Sozialkontakt haben kann. Wir haben im Kopf so Schlagworte wie, der Hund braucht Sozialkontakt, das muss möglich gemacht werden für den Hund, so einen Hundewald aufzusuchen, um Artgenossen kennenzulernen und Kontakt zu haben und zu spielen. Und wir haben vor allen Dingen im Kopf, dass die Hunde in ihrer sozialen Interaktion auch tatsächlich spielen. Wenn man dann solche Situationen sich mal anschaut, weil man die vielleicht filmt oder aufnimmt oder beobachtet, dann stellt man fest, dass es relativ wenig Anzeichen von Spiel tatsächlich gibt. Spiel ist etwas, was in der Ethologie, in der Verhaltensforschung sehr stark beschrieben ist in Einzelsequenzen, also welche Verhaltensweisen der Hund zeigt, wenn er spielt. Ja, und wenn man sich das dann anschaut und beobachtet, stellt man fest, davon findet man nicht so viel in den Interaktionen. Und es liegt sicherlich auch daran, dass wir Menschen so bestimmte Vorannahmen im Kopf haben. Wenn wir die Hunde in Sozialkontakt miteinander schicken, dann hoffen wir natürlich, dass die spielen. Und dazu kommt, dass Menschen das gerne sehen, wenn Hunde sich bewegen. Das heißt, wir haben so Vorannahmen im Kopf und ja, dann gehen wir im Prinzip immer schon von vornherein davon aus, dass es so ist, wie das, was wir im Kopf haben. Und das führt aber dazu, dass wir bestimmte Anzeichen gar nicht mehr erkennen, die vielleicht darauf hindeuten, dass es kein Spiel ist. Und diese Anzeichen sind zum Beispiel Körperhaltung, Rutenhaltung, Bewegungsmuster, Gesichtsausdruck, aber auch, wenn der Hund zum Beispiel immer mehr versucht, zu seinem Menschen zu kommen. Wenn er also eigentlich Schutz bei seinem Menschen sucht, weil es ihm zu viel ist, weil es ihn überfordert, weil vielleicht auch einer von diesen Artgenossen körperlich respektlos ist, in ihn reinbrettert oder vielleicht ist er auch einfach nur unsympathisch oder ist es genug für diesen Tag. Und das ist sehr häufig eine Thematik von Hundebesitzern und von Hunden, dass bestimmte Situationen
anders eingeschätzt werden, als sie eigentlich sind. Und das führt dann dazu, dass Hunde mit diesen Situationen irgendwie umgehen müssen, was sie auch können. Also das ist überhaupt nicht die Frage. Sie können mit Artgenossen umgehen, sie können mit denen kommunizieren, aber es reicht ihnen nicht unbedingt zum Vorteil. Dazu kommt, dass das Lebensalter und die Lebensphase, in der der Hund ist, die bestimmt auch darüber, ob er überhaupt Sozialkontakt haben möchte und welche Qualität dieser Sozialkontakt dann hat. Welpen zum Beispiel möchten sehr gerne Sozialkontakte haben zu Artgenossen. Das heißt, in einem bestimmten Lebensalter, nämlich im jungen Hundealter, im Welpenalter, bis zur Pubertät oder bis zum Ende der Pubertät, haben Hunde ein großes Interesse an Artgenossen. Das ist auch total natürlich, weil das das Lebensalter ist, in dem man sich seinen Partner sucht. Und indem man auch lernt, als Junghund, als Welpe, mit unterschiedlichen Artgenossen zurechtzukommen und unterschiedliche Artgenossen auch kennenzulernen, um mit denen interagieren zu können. Also man muss auch als Welpe kennenlernen, bei der Vielfalt der Hunde, die wir haben, dass ein Schäferhund eine andere Mimik hat als ein Boxer oder ein Mops zum Beispiel. Und das lernt der junge Hund, indem er interagiert mit anderen Hunden. Und das geht natürlich am besten im Spiel, weil im Spiel werden natürlich Verhaltensweisen ohne einen Ernstbezug eingeübt. Wobei es einen Ernstbezug insofern hat, als dass es natürlich auch das weitere Leben beeinflusst, nämlich dahingehend, welche Strategien wende ich als Hund an, um in Kommunikation zu gehen, mit Artgenossen umzugehen und dergleichen Dinge mehr. Wenn der Hund aber ins Erwachsenenalter eingetreten ist, dann braucht er eine soziale Stabilität. Dann braucht er einen Partner an seiner Seite, der nicht wechselt. Er kann immer noch gute Freunde haben, die kommen aber meistens aus der Jugendzeit oder aus der Pubertät. Wobei die Pubertät hier auch schon eher ein Alter der Abgrenzung ist. Also auch Hunde, die sich als Welpe kennengelernt haben und beim Eintritt in die Pubertät vielleicht noch gut verstanden haben, ändern ihre Qualität in der Interaktion während der Pubertät, um sich auch abzugrenzen. Aber das gibt es durchaus. Es gibt da Freundschaften auch unter Hunden, das ist überhaupt nicht die Frage. Aber die Notwendigkeit, fremde Artgenossen kennenzulernen, nimmt mit dem Lebensverlauf ab. Das heißt, der Hund hat immer weniger Interesse daran. Und erst recht, wenn er zum Beispiel in einem Mehrhundehaushalt lebt, dann wird es richtig brisant. Dann, wenn ich mit mehreren Hunden auf eine Auslauffläche gehe, dann verstehen sich diese Hunde, meine Hunde, als eine Gruppe. Das ist ja auch richtig, sie leben ja als Gruppe zusammen. Und diese Gruppe wehrt andere Hunde, die nicht zur Gruppe gehören, möglicherweise auch ab. Das ist ein Riesenkonfliktpotenzial, sowohl für die eigenen Hunde als auch für die anderen. Dazu kommt, dass sich auch gruppendynamische Prozesse entwickeln. Also wenn Hunde auf einer Hundewiese sind oder wie jetzt hier im Hundewald und die sind da schon ein paar Minuten zusammen und die Menschen stehen vielleicht auch zusammen, weil sie sich verabredet haben, dann bilden diese Hunde eine Gruppe, die auch miteinander interagiert und die auch nach außen als Gruppe agiert. Das heißt, kommt nach einer halben Stunde irgendjemand Neues in diesen Hundewald rein, dann ist das ein Konfliktpotenzial, weil die Gruppe sich als zusammenhaltende Gruppe versteht und dann diesem Neuankömmling erstmal erklärt, du bist hier nicht erwünscht, wir brauchen dich nicht. Ja, dann kann es sehr leicht zu so Mobbing-Geschichten kommen. Das ist bedeutsam für den Hund, der neu dazugekommen ist, weil der natürlich bemerkt, das ist eine komische, ungünstige Situation, in die übrigens der Mensch ihn gebracht hat. Ja, das fällt dann auch noch auf die Beziehung zurück. Und gleichzeitig bemerken die anderen Hunde in der Gruppe, ach, so können wir mit anderen Artgenossen umgehen, die wir uns vom Leib halten wollen. Ja, und wir hören das Gebell im Hintergrund. Es sind gerade zwei neue Hunde in diesen Hundewald reingekommen. Und es ist genau die Situation, dass dann zumindest mit Aufregung reagiert wird, weil irgendeiner bemerkt, da sind zwei neue gekommen. Und jetzt gibt es erstmal Alarm für alle. Also es ist die Frage, wie alt ist der eigene Hund, wenn man entscheiden möchte, gehe ich auf solche Auslaufflächen. Also guckt erstmal dahin, wie alt ist der Hund. Ist das notwendig? Und dann, wenn ihr dann in diesen Sozialkontakt geht, weil ihr entschieden habt, ja, es ist ein junger Hund und er sollte jetzt noch Sozialkontakte haben, dann moderiert das und schaut euch auch das Alter der anderen Hunde an. Denn wenn es nur erwachsene Hunde dort sind, also ältere Hunde, die eigentlich gar kein Interesse mehr an Artgenossen haben,
dann ist das für euren Hund auch keine tolle Situation, wenn er ein junger Hund ist, weil dann fühlt er sich möglicherweise auch bedroht von den anderen, weil ihm klar ist, dieses Gebiet hier ist bereits besetzt, nämlich von allen anderen erwachsenen Hunden. Und er würde als Jungtier niemals in ein bereits besetztes Gebiet von erwachsenen Hunden gehen, die nicht zu seiner Familie gehören, zu seiner Gruppe gehören. Also mir persönlich wäre es lieber, und das ist auch meine Empfehlung, verabredet euch mit anderen Hundebesitzern, mit Hunden im gleichen Alter, wenn ihr einen jungen Hund habt, damit der eben Erfahrung sammeln kann. Verabredet euch mit bekannten Althunden, erwachsenen Hunden, wenn die zuverlässig und gut mit Jungtieren umgehen können. Und gut heißt hier nicht freundlich, sondern deutlich. Da kann der junge Hund auch mal eine Grenze bekommen. Aber schaut, dass ihr wirklich Kontakte auswählt. Und wenn ihr sie ausgewählt habt und es kommt zum Kontakt, dann moderiert das. Seid für euren Hund da und bemerkt die ersten Anzeichen, wenn es ihm zu viel wird. Schaut auf die Rutenhaltung. Ist die Rute eher unten oder gar geklemmt, dann ist es ihm zu viel. Dann hat das mit Spaß nicht mehr viel zu tun. Wenn der Hund Richtung Ausgang läuft, wenn der Hund versucht, sich hinter euch zu verstecken oder zu euch kommt, dann nehmt ihn mit offenen Armen auf und gebt ihm Schutz, indem ihr die anderen Hunde dann abwehrt oder dem Besitzer sagt, Leine bitte an, es wird meinem gerade zu viel. Gebt eurem Hund eine Auszeit und seid nicht stundenlang auf so einer Fläche. Für einen jungen Hund reichen kurze Interaktionen, 5 Minuten, 10 Minuten, das langt komplett. Ansonsten überdrehen die und ihr kriegt sie zu Hause auch nicht mehr zur Ruhe. Das macht keinen Sinn. Also wählt es sehr klug aus in Abhängigkeit von der Persönlichkeit eures Hundes, vom Alter, von eurer Beziehung auch, weil das färbt alles auf euch ab, was ihr für Situationen aussucht, in die ihr eure Hunde reinbringt. Und dann, wenn ihr euch für den Kontakt entschieden habt, dann moderiert den und seid für euren Hund da. Nehmt den raus rechtzeitig, wenn er signalisiert, ich kann nicht mehr, es ist zu viel, ich weiß auch nicht mehr, was ich noch tun soll. Und wenn ihr einen habt, der immer draufhaut, dann nehmt ihr den bitte ganz genauso raus. Das heißt, ihr tretet auf, auch für den anderen Hund, auf den draufgehauen wird, und sagt eurem Hund, so gehen wir nicht mit Artgenossen um. Ja, dann bekommt er eine Auszeit und muss sich anschauen, muss es aushalten, dass die anderen weiter interagieren, er aber jetzt eine Zwangspause bekommt. Dann spricht überhaupt nichts gegen Besuche auf Hundewiesen, in Hundewäldern, an Hundestränden. Und so baut sich eine vertrauensvolle Beziehung auf und der Hund bemerkt immer mehr, mein Mensch bringt mich nicht in für mich problematische Situationen. Mein Mensch tritt für mich auf und mein Mensch kann Situationen mit Artgenossen auch richtig einschätzen. Und wenn euch da noch irgendwas an Wissen fehlt, ich habe ein riesengroßes Angebot, auch kostenloser Beiträge, wo ihr euch weiter informieren könnt, wo ihr eine Sachkunde erlangen könnt, um herauszufinden, wie tickt mein Hund, was steckt psychologisch gesehen hinter seinem Verhalten und ja, wo ihr euren Hund einfach auf eine völlig neue Art und Weise kennenlernen könnt, um eure Beziehung auch zu optimieren. Ich freue mich darüber, wenn ihr das Video hier teilt und liked, meinen Kanal abonniert und freue mich auf das nächste Mal. Bis dahin, ganz liebe Grüße. Tschüss! Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass ein Abo auf YouTube da und einen Daumen hoch. Ich freue mich auf das nächste Mal, vielleicht ja auch mit dir beim Dog Talk live online. Nicht vergessen, immer dienstagsabends. Wir sehen uns!